unmäßig erschreckt. Das war die Absicht. Bald ist Geisterabend. Es ist mein erster Geisterabend in der Apfelgroßstadt und ich backe einen gruseligen Muffin. Ich bin sicher, dass dir was sehr Gruseliges einfällt. Ah, und wenn du den Geist siehst, grüß ihn von mir. Entschuldige den was? Bonnie, warte! Warte mal! Hast du Geist gesagt? Ja, Jonas Quincy Muffin. Er war der Besitzer der Backstuben, als sie noch eine Muffinfabrik waren. Oh, Jonas Quincy war ein Perfektionist, der jeden Muffin genauestens kontrollierte, bis es ihn in den Wahnsinn getrieben hat! Manche sagen, sein Geist streife nachts immer noch durch die Backstuben und begutachte jeden Bäcker, der spät noch arbeitet und allein. Aber du hast den Geist von Jonas Quincy Muffin nie wirklich gesehen, oder? Wie gerne würde ich das? Ich will ihn seit Jahren sehen. Vielleicht bist du heute Nacht die glückliche Bäre. Viel Spaß! Okay, ein Muffin-besessener Geist. Cool. Gut. Ja, überhaupt nicht gruselig. Emily Erdbeer hat also Angst vor Geistern. Schenken wir ihr einen Geisterabend, den sie nie vergessen wird. Okay, alles gut. Alles gut. Du musst nur deinen Glückslöffel nehmen und backen. Es gibt keinen Grund, vor irgendetwas Angst zu haben. Das waren nur die Lichter. Nur die Lichter. Ah, du heiliger Geist! Oh, nur eine Pflanze. Das ist nur ein rostiges Schild, Emily. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Sei wie Bonnie, sei wie Bonnie, sei wie Bonnie. Ach, du heilige Haselnuss! Man wird nicht inspiriert, wenn man zu viel Angst hat, sich inspirieren zu lassen. Ganz ruhig. Okay, was ist das? Schlechte Rohrleitungen etwa? Ich bin's, Jonas Quincy Muffin. Wer wagt es, in meiner Gegenwart zu backen? Was? Ich? Nein, ich backe nicht! Doch, das tust du, Emily Erdbeer. Das einzige Mal, dass ich nicht wegen meines Backens erkannt werden möchte. Niemand mag deine ekligen Landleckereien. Geh zurück ins Erdbeerland. Das Universum hat mir gesagt, dass Emily die Glücksbeere ist. Und jetzt treffe ich endlich den Geist der Backstuben. Sehr angenehm, Herr Muffin. Haben Sie Emily Erdbeer schon kennengelernt? Sie ist eine Perfektionistin, genau wie... Das ist der Jonas Quincy Muffin. Oh, er sollte einen von deinen Muffins probieren. Nein, Bonnie, die sind heiß. Das macht nichts. Ich habe Eiscremefinger und er ist ein Geist. Das ist so heiß. Gummibärchen, ihr drei seid der wiedergeborene Geist von Jonas Quincy Muffin? Ich wusste es. Honey Himbeer, Grapefruit, Brotpudding. Warum wolltet ihr mir Angst machen? Das ist es. Danke, 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 danke. Au. Nur zur Kontrolle. Das ist mein Grusel-Überraschungskuchen. Jeder Bissen hat einen neuen versteckten Geschmack, der darauf wartet, dich zu schocken. Himbeere, Traube und dann noch Brotpuddingfüllung. Das ist ja so schön schaurig lecker. Wie bist du bloß darauf gekommen? Echt jetzt, Bonnie? Wir waren die ganze Zeit zusammen. Das Geschäft beim Kuchenstand brummt nur so. Und das ist fantastisch. Es gibt nur ein klitzekleines Problem. Oh, mein klitzekleiner Ofen. Ich kann nicht schnell genug backen, um alle zufriedenzustellen. Es ist nur eine Kleinigkeit. Aber es ist trotzdem ein Problem. Meine Oma Erdbeere sagt, es gibt für jedes Problem eine Lösung. Ich weiß zwar nicht, wie man Öfen repariert, aber ich kenne da jemanden, der es kann. Was denkst du, Silly? Du fragst genau die Richtige. Ich baue dir einen Ofen, wie ihn noch keine Beere je zuvor gesehen hat. Nichts Verrücktes. Ein bisschen größer, vielleicht ein zweites Ofenrost. Ja, geht klar. Ofenrost. Verstanden. Okay. Sag Bescheid, wenn du Hilfe... Und weg ist sie. Ich mache aus diesem Ofen ein Backwunder. Ihr werdet staunen.
du getan? Er ist unheimlich groß und grau. Ich weiß. Er ist ein Prachtstück. 6 Herdplatten, 4 Ofenroste und... Ich habe ihn an die Energieröhren in deinem Wagen angeschlossen. Ja! Leistungsstark, energieeffizient. Dieser Ofen macht Schluss mit halben Sachen. Ich glaube, damit kann ich arbeiten. Mit 6 Herdplatten kann ich endlich die Regenbogencreme-Windbeutel in allen Farben machen, die ich schon immer ausprobieren wollte. Ja! Silly, dann wollen wir mal sehen, was dein Ofen drauf hat. Hat mir wirklich geholfen. Ich dachte zuerst, sie dreht völlig durch und es gibt eine Katastrophe. Aber ich hätte ihr einfach vertrauen sollen. Nö, halb so wild. Seht selbst. Silly? Vielleicht läuft der Ofen ein bisschen zu heiß, keine Ahnung. Wie meinst du das? Das ist doch toll! Vielleicht kann ich ihn runterschalten. Ein kleines bisschen. Oh oh. Oh oh? Was heißt oh oh? Was heißt oh oh? Lauf. Die Creme ist echt toll geworden. Na gut, ich werde ihn etwas umbauen. Kleiner? Okay, kleiner. Weniger explosiv. Ah, weniger explosiv. Und rosa. Rosa? Also ehrlich, jetzt komm schon. Okay, rosa. Darf ich vorstellen? Der erdbeerstarke Ofen. Also, dieser Ofen sagt Emily Erdbeer. Ah. Ich habe den Energieröhreneinlass so eingestellt, dass er nicht explodiert. Er hat aber trotzdem ganz schön Power, auch wenn er rosa ist. Rosa. Danke, Silly. Oh, klammes Ding. Mit diesem alten Rührer bekomme ich den Teig nie verrührt. Rührer, ja? Sehe ich mir gern mal an. Blöder Rührer. Oh, was hast du Rührer gesagt? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich rühre das einfach auf die altmodische Art. Ja, und hier ist keine Erfindung mehr nötig. Keine. Auf keinen Fall.